eine Diskussion mit, ja, setzt euch schon mal, Mercedes-Bundz und Dietrich Dietrichsen. Mit, ja, kleiner Applaus. Mercedes-Bundz leitet momentan das Hybrid Publishing Lab an der Leuphana Universität in London und hat ein Buch geschrieben, das heißt Die stille Revolution, wie Algorithmen Wissen, Arbeit, Öffentlichkeit und Politik verändert, ohne dabei viel Lärm zu machen. Mit ihr in der Diskussion, Dietrich Dietrichsen. Dietrich hat jahrelang international als Gastprofessor gearbeitet und ist momentan Professor für Theorie, Praxis und Vermittlung von Gegenwartskunst am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Viel Spaß. Ah, das Mikro? Zwei, genau. Danke. Hallo. Wenn die Technik ein bisschen Licht für euch machen könnte, wir sehen euch nämlich gar nicht, dann haben wir hier auch eher so das Gefühl, wir sitzen hier nicht vor euch. Wenn das geht, dann macht doch ein bisschen mehr Licht für das Publikum, damit wir euch auch sehen können und nicht hier nur ihr uns. Ich werde so ein bisschen kurz über mein Buch reden. Ich freue mich sehr aber, dass Dietrich hier oben mit mir sitzt, weil ich kenne das Buch jetzt schon ziemlich gut und alleine das immer wieder zu erzählen, ist so ein bisschen langweilig, kann man ja auch alles nachlesen. Ich sage nur kurz zwei Sachen. Das eine, was ich gefragt werde auf so einer Konferenz wie der Republika, ist, warum Buch und warum nicht Bloggen? Das ist natürlich relativ, ja, vielleicht ein bisschen zu naheliegend, das zu fragen. Die Tatsache ist, so ein Buch, das Interessante ist, das hat halt einen ganz anderen Zeitrahmen, wenn man das schreibt. Man schreibt es nicht für die Jetztzeit, sondern man fängt an zu schreiben und selbst wenn man relativ schnell schreibt, dann, das weiß Dietrich auch vom Bücherschreiben, muss man am Schluss, wenn man einmal durchgeschrieben hat, den Anfang nochmal neu schreiben und irgendwie versuchen, das so zusammenzukriegen. Mein Buch sollte so ein bisschen darüber gehen, auch das Internet mal anders zu beschreiben. Ich wollte nicht was sagen, was im Moment mit dem passiert oder was gerade los ist oder irgendwelchen neuen Trends. Ich wollte mal auf so eine ganz andere Ebene runter, so eine Langzeitebene. Und ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über das Internet, was man in 10 Jahren noch lesen kann. Der Test läuft noch, mal schauen. Also es steht zum Beispiel nicht Social Media viel drin und nicht Web 2.0. Mir ging es eher darum, was mit Wissen passiert und deswegen heißt die Session hier heute auch immer dieses Internet, weil eine Sache, die mich eigentlich ziemlich nachdenklich gestimmt hat, ist, dass das Internet erstmal eigentlich eine Technologie ist, mit der man relativ einfach an Wissen kommt. Und der große Diskurs, der in den letzten Jahren gefahren wurde, war eben Nicholas Carrs Artikel Is Google Making Us Stupid, der auch prompt sofort übersetzt wurde, beim Spiegel auf dem Titelbild landete. Und das, was ich mich überlegt habe, oh, jetzt können wir euch besser sehen, ist ganz gut. Das war eben, wie kommt das eigentlich? Warum ist der Diskurs, den wir in unserer Gesellschaft über das Internet führen, der Diskurs, macht Google uns dumm, macht das Internet uns dumm? Das kann man jetzt als erstes kann man natürlich sagen, ja, damit muss ich mich ja gar nicht damit auseinandersetzen. Ich wollte das Problem aber ernst nehmen. Also mir ist völlig klar, das macht mich nicht dumm, aber warum zieht diese Fragestellung so großartig? Das war ein Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe in meinem Buch oder wo ich mir dann die Zeit genommen habe, da länger drüber zu schreiben. Und ja, also was ganz klar ist, ist natürlich, dass Wissen vollkommen anders verwaltet wird und vollkommen anders mit Wissen umgegangen wird. Das heißt nicht, dass das Internet uns dumm macht, sondern das heißt eben, dass wir Wissen anders verarbeiten. Viele Leute sagen, es ist seichter geworden. Die Tatsache ist aber, dass man ja nur nach etwas suchen kann, von dem man weiß, dass es ist, dass es das gibt. Und ich glaube, dass es eben heute einfach viel mehr um Wissensfelder geht und nicht um was Konkretes. Darüber will ich aber auch mit Dietrich reden, weil ich finde das ganz interessant. Also wir kennen uns schon seit sehr vielen Jahren und du hast das Internet immer begleitet. Also du hast es irgendwie genutzt. Du warst einer der ersten auf AOL. Du hast dietrich1@aol.com damals in den 90ern als Adresse gehabt. Was zeigt, du warst eigentlich relativ früh dabei. Da waren nicht so viele Dietrichs. Da gibt es nur die kalifornische K
Kaffeehauskette, die auch Dietrich heißt, genauso geschrieben und die waren auch auf AOL. Ach ja, okay. Und ich fand es ganz interessant, dass du das Internet quasi so, du hast ein sehr interessantes Verhältnis dazu. Dietrich ist auch auf Twitter und hat auch eine Website, aber es ist nicht deine Website, sondern die heißt Dietrichs News, also Heiko Wichmann ist der hier. Heiko pflegt die für Dietrich und ich finde, du hast ein ganz interessantes Verhältnis, weil du weigerst dich quasi, also so habe ich das gelesen, dein Ich in das Internet zu stellen. Ja, ich weigere mich nicht. Ich finde das ja super, was Heiko macht. Ich benutze es auch, beziehe mich viel darauf. Nein, es ist einfach nur immer schon, mein Hauptproblem war schon immer, es wird mir alles zu viel, ne? Und wo mir was zu viel wird, das ich finde es ja gut, wenn mir etwas zu viel wird, aber das möchte ich dann ungern so Entwicklungen überlassen, die ich nicht selbst kontrollieren kann. Aber also mein Verhältnis ist auf jeden Fall, also ich meine, wenn du die AOL-Adresse von damals erwähnst, das war damals das aller uncoolste, was man sich vorstellen kann, eine AOL-Adresse. Also jeder, der was auf sich hielt, hatte irgendwie sowas wie, nein, das war genauso schlimm, die hatten sowas wie XS for All in Holland oder so. Ja, ja. Oder sie hatten internationale Stadt hier in Berlin damals. Ja, ja, also das war schlimm. Und ich, ansonsten fand ich eigentlich immer in allen Diskussionen, in die ich da hineingezogen wurde, in diesem Zusammenhang, dass die ganzen so kulturkritischen Diagnosen, die in den letzten 15 Jahren da so gefallen sind, eigentlich alle unzutreffend sind, in dem Sinne, dass sie der magischen Ursache Internet irgendwas zugeschrieben haben, was in Wirklichkeit eine gesellschaftliche Tendenz war, die es schon vorher gab und die nur verstärkt worden ist durchs Internet. Während auf der anderen Seite sozusagen die Diagnosen, die ich da interessanter finde, die ich total auch in deinem Buch finde, solche sind, die eben nicht irgendwelche kulturellen Veränderungen durch das Internet bejammern, sondern oder meinetwegen auch bejubeln, sondern die sozusagen eher auf einer tieferen Ebene versuchen, das zu beschreiben. Und was jetzt diese Verblödungsdiskussion betrifft, kann ich nur sagen, dass die für mich eigentlich, das für mich sozusagen in meiner Praxis als Autor, eigentlich das Gegenteil zutrifft, weil seit ich, also es ist ja so, man ist als Autor in einem ständigen Kampf mit Redakteuren und Lektoren und Verlegern, die sagen, kannst du bitte dieses Wort erklären, kannst du diesen Namen erläutern, und jeder, der schreibt, weiß, dass wenn man Namen erläutert oder Begriffe erklärt, dass das unsexy ist, dass das den Begriffen ihre Attraktivität, ihre Sogkraft, ihre Verführung, ihre verführerische Komponente nimmt und sie sozusagen auf den Boden zurückholt. Und nun, ich muss nichts mehr erklären. Es muss nichts mehr erklärt werden. Leute können ja alles nachschlagen. Sie sind sozusagen permanent verbunden mit etwas, wo sie nachschlagen können. Also auf dieser stumpfen Ebene von Fußnote, Begriffsdefinition etc. Ist das Problem aus der Welt. Und das ist ja wundervoll. Ne? Und da verblödet niemand, sondern im Gegenteil, die Erotizität von Texten nimmt zu. Ne? Von theoretischen Texten. Ich will mal bei dem einen Punkt bleiben, den du vorher noch angesprochen hast. Es gibt so eine ganz starke Tendenz, dass wir Veränderungen in unserer Gesellschaft der Technologie in die Schuhe schieben. Deswegen heißt das Panel hier ja auch immer dieses Internet. Und das finde ich wirklich was breit, also über alle Richtungen und Ecken hinweg überall passiert. Und was ich so ein bisschen gruselig finde, wo ich manchmal fast das Gefühl habe, da ist so ein System dahinter. Wir diskutieren Sachen nicht mehr politisch, sondern wir tun so, als ob die Technologie daran Schuld hätte. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich großes Problem. Ja, also natürlich hat die Technologie auch in manchen Dingen Schuld, insofern als sie so eine bestimmte Verwertungsform begünstigt und andere nicht und so. Das kann man schon alles sagen, aber der Gestus der Kulturkritik, der das in der Welt sein einer Technologie verantwortlich macht für historische Entwicklung, greift natürlich immer zu kurz. Und also viele dieser Diagnosen, die es so gibt in Bezug auf Internetkultur, sagen wir Narzissmus zum Beispiel oder solche Befunde. Es gibt so alles, was es gibt, ganz schön rausgearbeitet als Pathologien oder als Symptomatologien schon so ein paar Jahrzehnte früher. Ne? Also es gibt ein wunderbares Buch von
wie heißt er noch, Kölner Psychologe Friedrich Heubach, das bedingte Leben, frühe 80er Jahre, wo er sich mit dem damals neuen kulturellen Phänomen von Stadtzeitschriften und den darin geschalteten Kontaktanzeigen beschäftigt. Und das ist, den ganzen Text kannst du so lesen, heute nehmen und kannst daraus eine Kulturkritik gegen das Internet machen. Also du kannst sozusagen die ganzen Pathologien, die ja an Texten in Kleinanzeigen, in Kontaktanzeigen, aber auch anderen Kleinanzeigen in Stadtzeitschriften festmacht, daran feststellen. Ne? Oder du findest diese, die natürlich auch berechtigte Kulturkritik, dass 95% des Journalismus heutzutage an irgendwelchen Eventanlässen, an irgendwelchen im Netz kursierenden, vorübergehenden Objekten angeheftet ist. Es gibt einen wunderbaren Text von Harun Farocki, Filmkritik 1971, in dem es darum geht, dass in Berlin die City entsteht oder die City an Einfluss gewinnt, City und Tipp. Und er schreibt so, wenn es so weitergeht, machen die Leute im Telefonbuch ein Feuilleton auf. Also ist auch quasi genau die Diskussion, die wir kennen. Ich war mal Chefredakteurin der City, muss man dazu sagen. Und hast es nicht bis zum Telefonbuch geschafft? Nee, nicht. Was mich aber dabei interessiert ist, was passiert denn mit der Subkultur, wenn sie das Internet betritt? Ja, die Subkultur hat andere Probleme. Ich meine, beziehungsweise, die hat natürlich auch viele Vorteile davon. Aber ich meine, dieses Modell durch geschmacklich lebensstilistische Verbote durchbrechende Lebensformen abweichendes Leben als sozusagen ein Einwand gegen gesellschaftliche Verhältnisse zu inszenieren und oder diesen Antagonismus zu leben. Ist schon lange, obsolet, weil viele der Formen dieser Einwände sozusagen im Gegenteil normativ verhängt sind. Man muss, um konkurrenzfähig zu sein, seine Haus und Marken pflegen und muss sich selbst verniedlichen und so weiter. Also das sind auch schon Prä-Internet-Entwicklung, aber natürlich solche dadurch stark verstärkt. Also insofern ist es da... Das sind eigentlich zwei so einander gegenüberstehende Entwicklungen. Ne? Auf der einen Seite muss man für alle verständlich sein, weil man natürlich auch von allen angeguckt werden kann. Auf der anderen Seite hat man den Platz, sich jetzt endlich so auszutoben, wie man austoben will. Naja, man muss für alle verständlich sein, darin, dass man ein anderer ist als alle anderen. Das muss man sehr verständlich mitteilen. Und das stößt natürlich an einen logischen Widerspruch. Ne? Dann, das führt natürlich zu Entropie. Aber bis dahin haben noch alle viel Spaß. Ne? Ich fand das ganz, ich habe es ja vorher nicht erzählt, aber Dietrich hat im letzten Jahr, war das glaube ich mit Reinhard Götz zusammen? Ja, es war genau vor einem Jahr. Genau, eine nahezu auf den Tag vor einem Jahr. An der Humboldt-Universität. Und ist du bist eigentlich ein Viral YouTube-Star, 12.533 Mal angeguckt. Jetzt weiß ich nicht, wie viel diese ganze Stunde sich reingezogen haben, aber ich fand es doch schon relativ erstaunlich, dass solche Sachen, also man sieht, es gibt dann so einen Kanal, der irgendwie ganz anders funktioniert und das ist was, wo ich eben denke, nee, also da ist so ganz klar, an so einem Beispiel sieht man, dass das Internet dumm macht, kann nicht sein. Ja, das... Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube auch, dass es im Publikum diese Meinung jetzt nicht so, dass da niemand jetzt für aufstehen würde, für diese Position. Es ist natürlich, also es gehört sozusagen natürlich immer, wenn sich eine Gemeinde trifft dazu, dass es die großen abwesenden Positionen gibt, die schon irgendwie wirkmächtig sind. Und es ist natürlich auffällig, dass auf solche Diagnosen so aufgesprungen wird. Aber ich glaube, das sind nicht nur Anti-Internet-Diagnosen, sondern es ist grundsätzlich, Kulturpessimismus ist halt immer eine sehr einfache Reaktion auf komplexe Problemlagen, die Presse liebt. Das ist, also aber Kulturpessimismus ist wie nackte Abbilden. Ne? Das stimmt, aber was ich interessant finde, ist, dass sich gegen diesen Kulturpessimismus keine starke Front oder so gewandt hat. Ja, also es war so, ich meine... Die Gesprächskultur im Internet hat schon während den Jahren der Republika, also in den letzten 10 Jahren, ist ja unglaublich gewandelt. Also wir sind quasi von Bloggern, also zu Twittern,
ist man quasi geworden. Es gibt eine ganz klare, ja, man kann ganz klar sagen, das Blog als auch eine bestimmte Form von Subjektivität, die im Netz stattfindet, ist quasi immer seltener geworden. Es gibt mehr oder weniger fast nur noch professionelle Blogs. Oder am Anfang seiner Karriere schreibt man halt einen Blog, um sich mal so frei zu schreiben und so ein bisschen zu üben. Aber als diese Nischenkultur, die es mal gab, ist es ja relativ eingegangen. Und damit hat sich auch die Subjektivität und der Gesprächsraum im Internet verändert. Und ich fand das so relativ bezeichnend. Also klassisch bei allen Ausverkaufs- oder Anschuldigungen des Kulturpessimismus gab es ja immer jemand auf der gegenüberliegenden Seite, der gesagt hat, nee, und hier seht ihr, das ist gar nicht so. Und bei dieser ganzen, das Internet macht dumm, gab es keine starke Front, die irgendwie gesagt hat, Mann ey. Ja, also, aber als sozusagen irgendwelche Christa Mewis oder ich weiß nicht, ich versuche mich jetzt gerade an Helden der 50er Jahre christlich-konservativen Kultur zu erinnern, gesagt haben, Rock'n'Roll ist vom Teufel oder Masturbation führt zu Rückenmarksschwund. Es ist auch niemand aufgestanden und hat gesagt, das Gegenteil ist wahr, sondern die Leute, die das praktiziert haben, wussten das ja, dass das nicht so ist. Und lebten auch nicht unbedingt in denselben kulturellen Milieus. Ich meine, das Problem ist natürlich, wo sozusagen die Kulturpessimisten recht haben, wenn man das mal so blöd sagen darf, ist natürlich, dass es sehr schwer ist, allgemeine Debatten mit gleichmäßiger Intensität hinzukriegen, an der die Leute teilnehmen, ohne zu sagen, ja, in dieser Debatte nehme ich schon lange nicht mehr teil, weil ich bin ja ganz woanders. Da ist was dran. Also, dass man solche Debatten zu evozieren, in denen sich nicht ein bestimmtes Meinungsmilieu sich selbst bestätigt, ist kompliziert, weil die Leute eben sehr leicht immer in irgendwelche Meinungsmilieus ausweichen können, in denen es ihnen gut geht, ne? Und in denen sie sich bestätigt fühlen. Und daran hat natürlich das Internet Schuld, ne? Ohne Frage. Ne? Du hast dich ja schon immer mit so einer seltsamen Form von öffentlichen Raum befasst, also eigentlich immer aus einer kulturellen Perspektive heraus über Musik, die du eigentlich im Grunde genommen, so wie ich dich kenne, auch als öffentlicher Raum gelesen hast oder als ein Claim, den man in den öffentlichen Raum stellt, über Kunst, die im öffentlichen Raum existiert. Ist das Internet ein öffentlicher Raum? Oder, also ich meine, wenn man das so sagen kann? Ja, also die Raummetapher ist natürlich schwierig, weil wie viele Dimensionen hat das? Ne? Also ist es vielleicht so nicht eher vierdimensional oder fünfdimensional? Ich weiß es nicht. Also mich hat interessiert die Frage, dass in früheren, ich nenne das mal so Konstellation von Kulturindustrie, gab es eigentlich immer Verbindungen von zwei Sorten von Ort. Und das macht eine Kulturindustrie-Konstellation, hält sie lebensfähig. Sowohl für diejenigen, die aus ihr raus wollen, wie auch diejenigen, die sie industriell betreiben. Und also in der klassischen Kulturindustrie, die Adorno und Horkheimer beschrieben haben, war es ja eben das Radio und das Kino, zwei völlig verschiedene Medien, wenn man sie mal so nennen will, die aber in einer gewissen Weise aufeinander bezogen waren und wo sozusagen jemand, der sie beide nutzte, bestimmte Wege gehen musste, bestimmte merkwürdige Konstellationen erlebte, wie ich bin zu Hause und die Öffentlichkeit ist bei mir zu Hause, das ist das Radio, oder ich bin im Kino, da bin ich aber draußen in der Öffentlichkeit in einer intimen Situation. Und das findet man dann nochmal sozusagen, das iteriert dann in der Konstellation, würde ich sagen, von Fernsehen und Popmusik. Da ist es nochmal verstärkt. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist es in unserer aktuellen Situation? Ich habe eine Weile geglaubt, es gibt sozusagen es kommt ja immer mehr nach Hause. Ne? Es kommen immer mehr Kanäle, immer breitere Bänder führen nach Hause. Und zugleich ist das, was draußen passiert, konzentrierter, intensiver, durchgeknallter, brachialer, um das sozusagen ausbalancieren zu können. Was ist die Äquivalent zu dem Homecomputer? Welches Geschehen ist da draußen? Was kann da noch passieren? Rave-Kultur alleine war es irgendwie nicht. Und ich habe eigentlich immer geglaubt, es gibt irgendwie es gibt ja Leute, die sagen, nennen es Outernet, aber irgendwie eine da draußen stattfindende abenteuerliche digitale Veranstaltung, die in ähnlicher Weise for the better and for worse mit dem Internet verbunden ist oder dessen ergänzendes Gegenteil ist. Und das glaube ich heutzutage nicht mehr. Ich glaube heutzutage, es ist ein Ganzes und das ist tatsächlich was anderes. Ein ganzes Großes, so wie
so wie Heidegger das 55 schon beschrieben hat, das Riesige. Ne? Und als ich vor, letztes Jahr war es glaube ich genau, auf dem Tempelhofer Flugfeld war und dort diese Weltausstellung stattfand und in dieser Weltausstellung, also so über die ganzen Tempelhofer Flugfeld verteilt, diese Pavillons standen, auf denen irgendwelche performativen Darbietungen zu sehen waren. Und drumherum war, also es war Endlosigkeit, man konnte in alle Richtungen schauen, endloser Horizont, keine Bäume, keine Landschaft, keine, vielleicht mal so ein Busch, aber auch keine Prärie, auch keine Wüste, sondern schon ganz klar Zivilisation und überall kulturelle Zeichen, alles voll mit kulturellen Zeichen und überall Leute, die sich selbst verwirklichten, die irgendwelche Spiele spielten, Frisbees schmissen, Drachen zum Steigen brachten, Kinder vor sich her schoben und dazwischen Kunst und Kunst und Avantgarde. Da dachte ich, jetzt bin ich da gelandet in diesem Großen, in diesem Internet. Ihr seid da auch gerade. Du hast in dem Vor-E-Mail-Gespräch, das wir geführt haben, sehr zeitgemäß, hast du gesagt, dass wir in einer ever-growing Mail-Order-Kultur leben. Das würde mich nochmal interessieren, wie du das genau gemeint hast. Naja, Mail-Order ist auch so ein Ding, dass sozusagen eine, das ist, ich meine, heutzutage erlebt man das ja man kennt ja die Leute, die einem die Pakete bringen und die sind für immer weniger Häuser zuständig. Also die sind einen Tag damit beschäftigt, von Pallasstraße 6 bis Pallasstraße 10 zu gehen, ne? Und Pakete auszuliefern. Und früher haben die ganz Schöneberg beliefert. Aber das nur am Rande. Nein, ich denke, hast du nachgefragt? Ja, man redet ja mit denen und die erzählen einem das. Das ist also, und die erzählen einem natürlich auch, welche Art von Kultur Interesse in den jeweiligen Häusern besteht. Also dass es so die Häuser gibt, in denen sie die Kultursachen bringen und die anderen Häuser, in denen sie Zalando bringen. Und also das ist, das sind natürlich unglaublich gute Soziologen und Kultursoziologen, die sich auskennen. Aber worauf hinaus ist natürlich, dass ich habe ja gerade mit Anselm Franke im Haus der Kultur und der Welt diese Ausstellung gemacht, The Whole Earth, über sozusagen die kulturellen Auswirkungen des Whole Earth Katalog. Und der Whole Earth Katalog ist ja ein Edel-Mail-Order. Muss man vielleicht ganz kurz erklären, was das ist, damit alle da mitkommen? Das können doch alle auf ihrem Smartphone sofort nachgucken, was das ist. Aber dann passen die nicht auf. Der Whole Earth-Katalog war dieses von Stuart Brand, 1968 ins Leben gerufene Buch, das zunächst der Kommunenbewegung, aber später auch allen möglichen anderen sich selbst organisierenden Gruppen, die Access to Tools, wie es im Untertitel hieß, also die den Zugang zu Werkzeugen verschaffen wollte, indem es eben einfach in einem absoluten Wimmel-Layout Massen von Quellen, Massen von Dingen auflistete, die man sich so bestellen kann. Hauptsächlich eben Sachen zunächst mal, die man braucht, um geodätische Häuschen irgendwo hinzustellen, aber später eben auch für alles andere und auch sehr viel sozusagen spirituelle Objekte und kulturelle Objekte, Musikinstrumente, aber eben auch, keine Ahnung. Und worauf ich hinaus will, ist, dass in meiner eigenen kulturellen Erinnerung in den frühen 70ern, als sozusagen es nichts gab, es keine Platten gab, keine Bücher gab, es gab dann irgendwie nur so Schallplattenläden noch vor Gofi, die mit Festpreis irgendwie für 23 Mark irgendwelche deutschen Pressungen verkauften, dass man damals bereits in einer Mail-Order-Welt lebte. Ne? Also dass das die Mail-Order-Welt die interessante Welt war und dass sich immer verbreitet und dass in Deutschland natürlich... Quelle. 2001 ist natürlich der deutsche Whole-Earth-Katalog. Ne? Also das Merkheft von 2001, das war natürlich genau dasselbe, ein Access to Tools und da drin aber ein Feuilleton, ne? Der Versuch, ein Feuilleton zu machen mit allen möglichen bekannten Autoren, die ja da als Werbetexter geheiert waren, dafür arbeiteten. Und diese Komponente, also nicht im Telefonbuch ist ein Feuilleton eröffnet worden, sondern in einem einzigen gigantischen Mail-Order-Katalog, der alles ist, ne? Sind permanent überall Links zu irgendwelcher Art von kultureller Produktion, von Reflexion. Die sind immer irgendwo verbunden mit irgendwas, was sich bestellen lässt. Ne? Insofern denke ich schon, also dass wir da in einem einzigen gigantischen Katalog leben, sodass der echte Quelle dann eben auch pleite geht. Oder der echte 2001, der langsam auch, der baut ja auch seine Firma ab. Bestellst, ne? Du selber über Mailorder? Oder? Ja, allerdings ich bestell bei irgendwelchen Leuten, die über irgendwelche Plattformen was anbieten, ja. Mhm. Aber nicht jetzt Schuhe oder Haushaltsgegenstände, sondern Bücher und Schallplatten, ne?
Ich mache mal schon mal eine Frage. Bereitet euch schon mal darauf vor, bald eine Frage zu stellen. Nicht nur, dass wir hier immer reden und ihr erst am Schluss zu Wort kommt. Du hast auch gesagt, dass es ein Access to Tools ist, oder? Das habe ich mir auch gedacht. Das ist der Titel vom Whole Earth-Katalog, der Untertitel, Access to Tools. Aber dann, also das eine, was ich sehr schön finde, ist, dass in diesem Mail-Order oder in diesem ganzen riesengroßen Ganzen, in dem wir leben, von dem du geredet hast, dass man das an diesem Mail-Order-Katalog, also an den Paketpostboten, die tatsächlich für immer weniger Häuser sind, sehen kann, wie das irgendwie komisch ineinander greift und sich ineinander schiebt. Mhm. Das wird jetzt natürlich noch mehr dadurch, dass die Laptops und PCs eben immer unwichtiger werden und wir jetzt alle mit Google Glass und so weiter rumrennen. Was dich komischerweise, also dich interessieren immer so andere Punkte am Internet, was ich ja wiederum für mich ganz interessant finde als mich. Mich haben immer eher so interessiert, kann man da nicht auch eine ganz andere Fragestellung ranstellen? Kann man nicht auch sagen, das Internet anstelle das als riesengroße Kapitalismusmaschine zu lesen, was ja im Allgemeinen gemacht wird, der öffentliche Diskurs will ja vom Internet nur New Economy und Startup. Der hat ja jetzt erst im letzten halben Jahr angefangen, auch mal Open Data oder Open Science oder sowas zu sagen. Das ist so ein bisschen ein Punkt, der mich interessiert. In meinem Buch habe ich das beschrieben und mich würde das jetzt interessieren, ob du das nachvollziehen kannst, dass man das Internet eigentlich auch, also ich habe es nicht ganz so spitz gemacht, ich hätte es noch spitzer machen können. Man könnte es auch eigentlich als riesengroße Kapitalvernichtungsmaschine beschreiben, etwas, was, wo man eben nicht einfach nur einen Profit oder eine Effizienz reinprogrammieren kann, weil wir sehen ja, dass das, also man redet immer von Disruption und so weiter. Meine Frage ist jetzt, ich habe versucht, also ein Modell reinzusetzen, wo man sich anders organisiert. Und ich will so ein bisschen darauf zurückkommen, gibt es im Internet eine Subkultur, kann es da eine Subkultur geben? Formieren sich Subkulturen ja klassisch um bestimmten Stilen? Könnte man sich auch denken, dass sich sozusagen um bestimmte Tools-Subkulturen funktionieren oder um bestimmte Plattformen? Also was ich jetzt im Internet beschrieben habe, das ist das, was ich Non-Money-Centered Organizations genannt habe. Das sind quasi, ist die Möglichkeit, dass wir uns über das Internet viel besser organisieren können und dass wir vorher immer einen Riesenbatzen Geld brauchten, um uns auch richtig professionell groß organisieren zu können, also Greenpeace, Amnesty International, Rote Kreuz fragen alle, machen den Online-Spende-Button und man sieht ja so erste Projekte im Netz hochkommen, wo die Leute eben direkt nach Material fragen, direkt nach Fähigkeiten fragen und das für eigene Projekte miteinander verbinden, aber Geld zum ersten Mal halt keine Rolle spielt und ich frage mich halt, gibt es ein bestimmtes utopisches Potenzial dort und also in dem Maße, in dem es überhaupt utopisches Potenzial gibt, gibt es das natürlich dort auch, weil meine These wäre, dass potenziell verstärkt das einfach nur alles. Also alles, was als Tendenz wahrnehmbar war, wird verstärkt. Und also das ist so als Grundvoraussetzung, aber es ist ja eine völlig neue Art und Weise, Raum und Zeit zu organisieren. Also dass die Art und Weise, wie sich Materie durch Raum und Zeit und auch Geldströme und Datenströme durch Raum und Zeit bewegen, werden völlig neu organisiert. Und da sind natürlich Potenziale für alle Beteiligten. Reden wir da nicht viel zu wenig um diese Neuorganisation? Ich weiß nicht, das ist so, dass in den Anfangstagen, also sagen wir mal so, was für mich die Anfangstage waren, 95 bis 2000 nur davon geredet wurde. Und das ist aber mittlerweile, die diesen Diskurs weiterführen, sind mittlerweile eine Subkultur, die mich sehr interessiert, wo ich auch sozusagen abonniert bin und die Sachen lese. Aber das ist so. Das ist sozusagen im Verhältnis zur Öffentlichkeit so esoterisch geworden wie andere linke Gruppen, die mich interessieren. Das ist nicht angeschlossen, wie es mal war, an so zum Beispiel den Mainstream-Kunstdiskurs. Das war ja mal so. Ne? Ich denke aber, man muss natürlich sagen, dass sehr, sehr viel immaterielle Arbeit in Verbindung mit dem Internet passiert. Und immaterielle Arbeit ist eine Arbeitsform, die sich auch gerade da, wo sie als reines Hobby geriert, die sich besonders gut ausbeuten lässt. Also das ist sozusagen das ist die Kapitalismusmaschine, von der du sprichst, ist diejenige, bei der es halt darum geht, lebendige Arbeit halt sehr viel leichter sich ausbeuten lässt als Maschinen. Und diese große Maschine halt sehr viel freiwillige, lebendige Arbeit generiert. Ne?
Und also Leute, die wie viele Leute arbeiten an der Attraktivität von einer Amazon-Seite? Nicht Amazon, 1000 Leute machen da irgendwas dran rum. Und das ist alles freiwillige Arbeit. Und diese Arbeit ist natürlich, die bringt natürlich wahnsinnige Profite. Und auf der anderen, also das ist, insofern würde ich sozusagen dieser Diagnose zustimmen. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die sozusagen Modelle für Selbstorganisation etc. entwickelt haben, zurzeit einigermaßen marginalisiert. Und natürlich auch können sich auch nicht so ganz einigen zwischen denjenigen Formen, deren Fluchtpunkt das Politische ist, also ein politisches im klassischen Sinne, Staaten, Großorganisationen etc. und solchen, die tatsächlich in so einem Sinne, wie du es eben beschrieben hast, sich subkulturell verstehen, das heißt, die wirklich in irgendeiner lokalen oder stilbezogenen oder sonstigen Gemeinschaft agieren und für die agieren und mit die agieren, was ja auch verschiedene Ansätze sind und auch vorher schon war, die gab es ja vorher schon beide, diese Ansätze, ne? Ich glaube, eine Schwierigkeit, auf die man immer wieder stößt, und ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Internet zu tun hat oder einfach nur mit unserer Zeit, ist, dass wir uns heute eben nicht mehr gegen organisieren, sondern irgendwie so dazwischen. Also zum Beispiel man sieht das schon an der Republika, ja. Also hier gibt es alles von Ökonomie bis wirklich in der klassischen Internetkritik, also Netzpolitik in dem Sinne, Netzneutralität muss bewahrt werden, aber es gibt eben auch eine Zusammenarbeit oder wie kann man bessere Startups bilden, also da geht irgendwie so alles. Und ich habe das Gefühl, wenn wir darüber reden, wie formiert man zum Beispiel, also ich bin immer noch daran interessiert zu überlegen, wie kann man Gesellschaft anders bilden, als so, wie wir das jetzt gerade tun. Und da ist so die Frage, dass sich tatsächlich eine Schwierigkeit ist, es gibt eine Schwierigkeit, das sich so zu formieren, weil man hat eben keinen eindeutigen, klaren Gegner mehr. Die Politik nibbelt ab, die Wirtschaft ist auf der anderen Seite ja auch manchmal ganz interessant. Google ist dann auch sowas wie Wirtschaft und hilft einem, halb findet man es ein riesengroßes, unheimliches Monster. Also man hat irgendwie mit so einer komplex wabernden Masse zu tun und nicht mehr mit so einem Gegner, den man sich mit Kommunismus, Kapitalismus so sauber aufgereiht hat. Ist das ein bisschen, was heute fehlt? Ja, also ich... Man hat natürlich damals schon geschummelt, klar. Aber ich weiß nicht, die Fähigkeit zum Antagonismus ist mir persönlich nicht ganz abhanden gekommen. Also ich finde das schon... ich habe das Problem nicht, dass ich Google auch irgendwie gut finde, weil ich fand die Produkte, die Kapitalisten hergestellt haben, immer schon ganz gut. Nicht die Produkte sind das Problem. Ne? Also und wenn die Produkte das Problem sind, dann haben sie auch keine Chance auf dem Markt. Also ich hätte andere Probleme. Und insofern, dass man aber auch mit also sozusagen einer antagonistischen Mobilisierung ist man aber früher schon gescheitert. Also das ist ja schon in dem Moment, wo sich sozusagen die politische Mobilisierung darauf hinaus, dass man sich entscheiden muss, ob man lieber den Planeten retten will oder lieber die Rechte von Frauen stärken und dass sozusagen verschiedene Parteien sind oder so. Also in dem Moment ist das Problem ja schon entstanden. Also das ist ja schon sozusagen im Ausgang der alten neuen Linken passiert. Dass wir jetzt vielleicht noch eine Fraktion dazu bekommen haben oder zwei, das macht dann den Kohl auch nicht so fett, also was dieses Problem betrifft. Ne? Ja, auf der anderen Seite ist man aber überfordert, wenn man alles auf einmal angehen muss. Also das ist so ein bisschen das Ding. Ich möchte nochmal auf Musik zu sprechen kommen, weil du hast irgendwann, als wir uns mal unterhalten haben, gesagt, die steile These aufgestellt, die ich sehr schön fand, dass das heute gar keine Musik mehr ist, weil der Objektträger fehlt. Jetzt reden wir zur Digitalisierung von Musik. Naja, nicht, dass es keine Musik mehr ist, sondern dass das, was ich geliebt habe an Popmusik, das war ja möglicherweise gar nicht unbedingt Musik, war, dass es mit Objekten verbunden war. Also im Gegensatz zu sozusagen dem, was ich die Ideologie der Musik nennen würde, also eine Vorstellung, dass Musik etwas ist, was fließt und strömt, ne? Was ja die deutsche Romantik weitlich ausgekostet hat. Ne? Wir kennen ja alle, was weiß ich, La Mer, das ist jetzt nicht deutsch, das ist Debussy, aber die Moldau ist auch nicht deutsch, aber überall fließt es und überall strömt es und feuchtet und nässt und das ist Musik. Und es hat keinen Objektstatus, ne? Es ist immer im Fließen, im Strömen. Und ich mochte eben an Popmusik gerne, dass sie verbunden war mit kleinen bunten Singles, mit kleinen Objekten. Oder überhaupt mit anderen bunten Objekten, mit
Gegenständen, die nicht fließen, sondern die fix sind. Und dass es eine Spannung gibt zwischen fix und Bewegung und zwischen, hier ist es so ein komisches, stumpfes Plastikobjekt und wie durch ein Wunder gibt es etwas ab. Und ich hatte auch nie was wirklich gegen die CD. Ich fand auch die CD leistet etwa dasselbe, nicht ganz so spannungsreich. Aber und es gibt ja diesen, es gibt ja eben neben dem weltberühmten Walter Benjamin Text über die Reproduktion des Kunstwerks so einen Schattentext dazu von Paul Valéry, der heißt die Eroberung der Allgegenwärtigkeit. Und das ist, kann man auch als Internettext lesen. Das ist ein Text, der handelt, da macht er so eine Prognose, auch so, was passiert, wenn in Zukunft alles technisiert ist. Und da hat die Idee, dass die Musik, er schreibt er 1928, dass weltweit die Musik aus der Steckdose kommt. Also, dass man überall so verkabelt sein kann mit Musik. Und das findet er eben faszinierend, aber auch gleichzeitig grauenhaft und ist so zwiespältig. Aber das ist genau das, was jetzt los ist und was eben all die Jahre nicht war. All die Jahrzehnte, in denen es ein Musikobjekt gab, das eine fiese Ware war oder aber auch ein begehrter Fetisch, also im Widerspruch stand zu dem, was Musik selbst sozusagen ist im Fluss und Energie und Aggression und Liebe und was nicht alles. Solange es diese Spannung gab, war Popmusik interessanter, rein medial, als jetzt, wo sie eben tatsächlich aus der Steckdose kommt. Ne? Ist das so, also, dass sich heute deswegen die Menschen mehr stylen müssen, weil die Objekte sich nicht mehr stylen lassen? Das ist allerdings wahr. Die Leute müssen jetzt die Musik dekorieren, ja, weil es die Musik nicht mehr macht. Ja, das ist richtig. Sie müssen der Musik zur Kenntlichkeit helfen als Publikum. Das mussten sie immer schon, aber das ist jetzt stärker gefordert als früher, ja, würde ich sagen. Okay. Haben wir Fragen im Publikum? Sollen wir weiter plaudern? Ihr braucht doch immer ein bisschen, bis ihr... Da ist eine. Da ist ein Mikrofon, der steht im Gang ist ein Mikrofon. Können Sie da kurz zu dem... Hinter Ihnen. Nur eine ganz simple Frage zur Form. War das jetzt ein Interview oder ein Gespräch? Ich habe es mir als Interview erlebt. Ja, wo ist da der Unterschied? Das ist beim Gespräch tauschen die beiden Auftretenden ihre Gedanken miteinander aus und jetzt habe ich so erlebt, dass Frau Bunz dem Herrn Dietrich die Fragen, mit den Fragen auf die Sprünge geholfen hat. So kam es rüber. Ist das schlimm? Nein, ich habe es nur festgestellt. Okay, dann ist das jetzt ein Interview. Es war ein Interview. Vielleicht wird es ja jetzt noch was anderes. Wollt ihr auch eine Frage? Ach genau, ich möchte, wenn ich euch nicht crowdsourcen kann, was mir jetzt gar nicht so unsympathisch ist, kann ich nämlich auf ein Problem zu sprechen kommen, Crowdsourcing. Wie siehst du denn die Entwicklung? Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, also es herrschen ja so komische, verquaste Demokratiefantasien, die mit dem Internet und der Technologie und dem dezentralen Netzwerk zu tun haben. Und eine davon ist meines Erachtens so ein bisschen Crowdsourcing. Crowdsourcing oder Kickstarter oder so etwas wird im Moment mehr und mehr dazu genutzt, dass alles Mögliche, was eben der Staat nicht mehr finanziert, ja doch crowdgesourced werden kann, bis hin zu der, also es ist tatsächlich so, dass auf Kickstarter, wo man sich ein Projekt finanzieren lassen kann, jemand den Kauf einer Niere crowdsourced. Also so, nehmt mich, ich bin, Health System brauchen wir nicht mehr, weil wenn du ein echt netter Mensch bist, dann findest du schon genug Leute, die dich auch mögen und die deine Niere finanzieren. Wie siehst du denn die Entwicklung? Lebendige Arbeit. Also das finde ich wirklich, da habe ich wirklich nur kann ich langweiligerweise nur sagen, das ist sehr neoliberal und das ist natürlich... Das ist etwas, was weit verbreitet ist, dass man eben attraktiv und nett und verführerisch und geil und toll sein muss, um was zu essen zu kriegen. Was Allen Ginsberg mal als Hippie-Utopie beschrieben hat, nämlich
wann kann ich im Supermarkt mit meinem guten Aussehen einkaufen? Das ist sozusagen als negativ, das ist dystopisch wahr geworden, ne? in solchen Beschreibungen. Wobei natürlich es immer wieder irgendwie sowas gibt wie Verabredungen, die völlig in Ordnung sind, also wo sozusagen Verabredungstools genutzt werden, was alle möglichen Dinge hervorbringt, die gut und richtig sein können. Aber sozusagen in dem Maße, in dem das normativ wird und in dem es eben als eine sozusagen neoliberale Selbsthilfe-Kategorie wird, ist es natürlich grauenhaft. Ne? Ich finde, das ist halt so ein bisschen so ein fieser Zug unserer Zeit, also dass sich in so demokratischen Fantasien ganz oft so ein neoliberales Ungeheuer versteckt, das auf uns alle losgelassen wird und man muss erstmal eine unglaubliche Hardcore-analytische Arbeit leisten, um zu verstehen, hallo, nur dass jetzt da alle mitmachen können, ist nicht automatisch immer das Beste. Also ein Beispiel ist in dem Bereich, in dem ich arbeite, Open Access, wo Wissenschaft geöffnet wird. Also wir erforschen, wie die Digitalisierung der Wissenschaft, was für neue Möglichkeiten es da gibt. Aber die Argumentation, die dahinter läuft, ist halt auch so ein bisschen gruselig, weil in den USA hat das Obama-Government hat gerade verabschiedet, dass die eben auch mehr Open Science fördern wollen, was erstmal gut ist, leider aber mit dem Argument, das hat ja der Steuerzahler bezahlt, deswegen muss es auch dem Steuerzahler zur Verfügung stehen. Leider Gottes ist Wissenschaft eine hochgradig eine Angelegenheit unter Fachleuten, die Steuerzahler überhaupt nicht kapieren. Und deswegen ist diese Argumentation, ja, das müssen wir doch jetzt für alle öffnen, eben eine Argumentation, die leider dann gefährlich ist, weil im Endeffekt führt das dazu, dass richtig relevante Forschung, die schwierig verständlich ist, nur von Firmen geleistet wird, weil sie in der Gesellschaft nicht mehr durchzuargumentieren ist. Ja, oder so wie ich es erlebe, die Firmen direkt vom Staat dafür gefördert werden, dass sie mit den Universitäten Projekte machen und das Ganze, dann werden 100.000 Euro ausgegeben, 50.000 kriegt die Firma, 50.000 kriegt das Projekt und das wird dann den Universitäten erzählt, jetzt hätten sie 100.000 Euro gekriegt. Das ist ein Programm, das es in Österreich, wo ich arbeite, gibt. Also solche Sachen, ja. Also in England gibt es auch, dass in so Ketten wie Starbucks, Pret-a-Manger ist es da, da arbeiten halt fast keine Native Engländer, also Briten, weil da wird man so unterfinanziert und dass die Leute da überhaupt arbeiten können, wird halt, da schießt der Staat was in die Firmen dazu. Also das sind so Entwicklungen, die ich weiß nicht ganz genau. Aber glaube ich, hat nichts mehr mit dem Internet zu tun. Ist, glaube ich. Okay, streichen wir. Wenn wir die letzte Minute zurückspulen. Ja, da ist, wird uns gerade wir die Zahl 0 gezeigt. Wenn ihr jetzt nicht noch eine letzte Frage habt, dann werdet ihr. Das sind sogar zwei Fragen. Jetzt ja, für die Zahl 0 dürfen wir die noch stellen? Nee. Also, ihr müsst persönlich zu uns kommen. Es tut mir leid. Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören.